MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ein herzliches Willkommen hier zurück zu Let's Play Grid 2. Mein Name ist Herbert von GamerTV und weiter geht es in dieser wunderschönen Karriere. Ich hoffe, dass alle Einstellungen noch behalten wurden, weil ich mein Dingens abgesteckt hatte. Mein Lenkrad. Gut, du bist hier. Wir haben eine ich guck noch mal ganz kurz nach. Optionen, Steuerung. Scheint alles so, wie es aussieht, geblieben zu sein. Jetzt auch nichts geändert? Nö. Gut. Dann würde ich sagen, los geht's. Events. Karriere. Illumination sind wir ja gerade momentan dran. In Paris ist das nächste Rennen. Hoffentlich gewinnen wir das auch. Ah ja, jetzt ist die Frage. Nehmen wir den Subaru. Er hat eine höhere Beschleunigung, hat Heckantrieb und ist fürs Driften ausgelegt. Und wir sind in Paris. Was wollen wir denn mehr? Wenn du eine Leitplanke berührst, bist du praktisch verloren. Nutz die Randsteine, um die Kurven optimal zu erwischen. Okay. Die Jungs von Elimination werden schwer zu überholen sein. Greif also schon früh an. Was war das? So, nochmal ein bisschen in der anderen Position hier fahren. Leichter wird das Spiel auf jeden Fall nicht. Der erste Fahrer ist ausgeschieden. Glück gehabt. Das war ein krasser Unfall. Quatsch. So, den da vorne kriegen wir noch. Ein Fahrer ist ausgeschieden. Fall nicht zurück. Ich hoffe zumindest, dass wir ihn kriegen. Es wird nämlich langsam eng. Noch 5 Autos. Mach Druck. Yes! Ist gar nicht so einfach, würde ich sagen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Serie. Top 4 ist gut. Top 3 ist aber besser. Push weiter. Fuck! Nein! Mist! Das war gar nicht gut. Push weiter. Du bist in den Top 3. Ja, schön. Ich bin damit nicht zufrieden. Ich muss mich gerade ein bisschen beeilen hier. So schnell wirst du mich nicht los, Kleiner. Du stehst kurz vorm Triumph. Mach ihm richtig Druck und schnapp dir den Sieg. Yes. Obwohl, gewonnen haben wir noch nicht. Jetzt haben wir gewonnen. Yes! Oh, die Strecke war schon mal gut, aber boah, genau 3 Minuten, das ist ja cool. Das war fantastisch. Es war nicht fantastisch. Ich bin davon überzeugt, dass die WSR genau die Herausforderung ist, nach der sie sucht. Gehe ich von aus, ja. Wahnsinn. Vor allen Dingen, der Typ, der vor uns fuhr, hatte echt einen Gasfuß. So langsam merkt man, dass es schwieriger wird. Was sagen die Fans? Achso, für die Leute, die den Sprecher gerne lauter haben möchten, er geht nicht lauter. Ich habe schon nachgeguckt. Lauter als 100 geht nicht. Okay, Höllenfahrer. Gutes Rennen.
Du bist von Eurorand eingeladen worden. Das ist nett. Wir haben Fans in ganz Europa und wären dadurch perfekt für die WSR. Versuch, ihr Interesse zu wecken. Ja, wir fahren aber erstmal das Barcelona-Rennen hier noch. Auch mit dem Subaru. Der Subaru liegt mir eigentlich ganz gut. Barcelona hat eine Menge interessanter Kurven und Abzweigungen. Das erfordert volle Konzentration. Das kriegen wir hin. Hauptsache, wir werden Erster. Wow. Bremst du ab, Junge? Gut, du bist jetzt Dritter. Jetzt bin ich Dritter. So, dann schauen wir mal, was die anderen vor uns drauf haben. Ah, das ist nicht einfach. Es wird schwieriger, das finde ich gut. Oh. Zwei Runden zu fahren. Naja, mal schauen, was das hier noch alles wird, hä? Ja, den kriegen wir noch, oder? Es wird auf jeden Fall knapp. Jetzt haben wir ihn. Das war Glück. Gerade die schnellste Runde gefahren. Freut mich. Sehr gut. Bleib schön an der Spitze. Ich gebe mein Bestes. Es ist nur nicht so einfach. Unsere Konkurrenz ist sehr, sehr stark. Ah, Müll. Aber Glück gehabt. Wir hatten genug Vorsprung, dass das nicht so viel Zeit jetzt gekostet hat. Oh, so langsam klappt's mit dem Driften, auch mit dem Subaru. Du hast 5 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Ja, wunderbar. Was wollen wir denn mehr? Und behaupte die Führung. Quatsch. Du hast easy going. Deine neue persönliche Bestzeit. Gut gemacht. Starke Leistung. Wunderbar. Ja, geil. Sogar richtig viel Vorsprung. Das finde ich wiederum geil. Oh, was passiert? Wir haben einen offiziellen Tweet schon. Das finde ich gut. Sehr gut sogar. Und die Fans steigen. Wow. Das war mal ein krasser Anstieg. Ein 318.500. Wahnsinn. Okay, Höllenfahrer. Die WSR wird in Europa gut angenommen. Hoffe ich doch. Wir können eventuell die Resonanz aus den USA noch steigern. Okay. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Scott wartet beim Eröffnungsrennen auf dich. Gut, dann fahren wir noch das eine Elimination hier in Paris. Die Ausscheidung.
Mit dem. Und dann... Und der Nissan Fairlady Z ist immer noch das meistverwendete Fahrzeug. Das ist cool. Dann gucken wir, dass wir noch die Promo-Fahrzeuge kriegen. Da es in Paris viele Geraden gibt, sind hohe Geschwindigkeiten am Kurvenausgang besonders wichtig. Wow. Ich werde auf jeden Fall nicht letzter hier. Oh, weia. Der war nicht ohne der Crash. Unsere Tür fehlt. Na toll, jetzt zieht's wieder rein. Okay. Boah, da hat er uns hinten noch berührt. Ich konnte nicht in den Drift gehen, die Scheiße. Boah, wo ist denn der Erstplatzierte? Fuck, der hat die ganze Keilerei gut überstanden am Anfang. Der ist natürlich jetzt gut. Mein Fahrer ist ausgeschieden. Fuck. Das sah nicht gut aus. Sieh zu, dass du dir keine weiteren Schäden einfängst. Oh, das war gar nicht gut. Noch 5 Fahrer im Rennen. Zeig's ihnen. Der linke Reifen vorne ist defekt. Ich muss gegenlenken. Ich glaube nicht, dass wir den ersten vorne kriegen. Ich glaube nicht dran. Naja. Mach's dir beim nächsten Mal etwas leichter und nimm nicht ganz so viel Tempo mit in diese Kurve. Ist ja gut. Die Karre driftet nicht mehr. Na komm, gib noch Gummi. Du stehst kurz vorm Triumph. Mach ihm richtig Druck und schnapp dir den Sieg. Den krieg ich nicht mehr. Ne. Zweiter. Ich finde einen zweiten Platz auch nicht schlecht. Ich finde ihn wohl verdient für uns. Trotz, dass wir... Danke. Wenn ich überlege, dass wir so einen schweren Crash hatten und trotzdem noch Zweiter geworden sind, bin ich zufrieden mit der Platzierung. Wunderbar. Die WSR in Europa veranstalten zu können. Nicht schlecht für die zweite Saison. Jetzt müssen wir unser Angebot präsentieren. Den hätte ich natürlich noch gerne. Den Mercedes-Benz 190E. Dass das ein Rennauto ist, wusste ich aber auch nicht.